Hallo, herzlich willkommen. Wir spielen Final Fantasy VII und sind wohl zu Fuß hoch. Nun endlich in den Bergen gelandet. Mit links und 40 Grad Fieber. Konzentrier dich einfach auf die Aussicht. Gibt doch nichts zu sehen. Es sei denn, du meinst das Schrottding von Reaktor. Ja, du kannst richtig gut motivieren, Barrett. Du kennst dich hier ja gut aus, Barrett. Wie sie alle versuchen, die Stimmung zu retten. Sag mal, wusstest du, dass Materia kristallisiertes Mako sind? Klar. Das heißt, wenn es oben einen Reaktor gibt, gibt's auch Materia? Genau, Motivation über alles. Na dann, Volldampf voraus! Schon nervig. Mega nervig. Juffi, wir sind okay. Jetzt ein Team. Also benimm dich auch so, keine Alleingänge. Hä? Brauche ich jetzt etwa für alles deine Erlaubnis? Hat sie gerade genau. Den Stein da umgeschubbt beim Hochlaufen? Darf ich gehen? Schon wieder. Hey, darf ich? Habt ihr das gesehen? Darf ich? Was ist das denn? Einfach mal. Schnauze. Schon wieder? Krass. Was sind denn das für Pappsteine hier? Das ist eine Einschränkung meiner Grundrechte. Hörst du? Okay, also. Wir sind also offensichtlich mit Costa del Sol. Tja. Soweit durch und nach einem ganz klein bisschen Ablenkung wieder auf dem Weg, denn wir verfolgen Sephiroth. Sag mal, Tifa, wie hältst du es nur mit so einem Idioten aus? Und wollen ja eigentlich die Welt retten, ne? Naja, er hat mehr gute als schlechte Seiten. Du meinst 49% Idiot, aber 51% netter Kerl? Ein paar Prozent mehr netter Kerl. 54, 55? Ja. Mehr? Weniger? So ungefähr. Nicht du auch noch. Tja, so ist das halt mit übermotivierten Teenies. Also, ich bin wirklich immer hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist schon cool, dass man die Welt so erleben kann. Sehen kann, welche Menschen hier so leben, wie man sich das so vorstellt. Okay. Dann komm, Aerith. Du könntest sie auch tragen. Aber wenn wir trödeln, dann schnappt sich die Materia. Ich meine, entkommen uns die Umhangtypen noch. Ich habe eine Idee. Ich gehe vor und kundschafte schon mal die Gegend für uns aus. Ihr kommt einfach irgendwann nach. Dann bis nachher. Wusch! Das setzt er wohl gerne. Kommt gar nicht in die Tür. Genau, so viel zu keine Alleingänge. Klappt super. Klappt richtig super. Ich gehe den beiden lieber nach. Barrett ist nicht ganz er selbst. Und ich mache mir Sorgen. Mach das. Wir warten oben auf euch. Lasst euch Zeit. Danke. Werden wir. Mich stresst dieses Haargummi. Ich denke mal, das müsste doch rausrutschen. Aber okay. So, aber wir haben hier eine kleine Picknick-Ecke mit ein paar Energy-Drinks und ein bisschen Schmuck. Was haben wir noch? Ein Anhänger, aber gut. Ich glaube, wir haben jetzt genug für Touri-Kram ausgegeben und ruhen uns etwas aus. Wir ruhen uns aus, ne? Aerith darf auf dem Boden schlafen. Okay, also, dann, meine Liebe, gucken wir uns hier mal um. So, falls es ein bisschen zu Verwirrung führt, denn bei mir, führt es auch ein bisschen zu Verwirrung. Wie ist die Story jetzt eigentlich? Ich finde, bei Final Fantasy VII Rebirth hat man es tatsächlich geschafft, sich so im Klein-Klein zu verheddern, dass man gar nicht mehr weiß, warum es hier überhaupt geht. Also mir geht's so. Das war im Remake nicht ganz so krass. Haben die uns jetzt hier echt noch Gegner stehen lassen? Und hier fliegen schon wieder nicht die Pappsteine. So, ein Ungeheuer, das in den Bergregionen lebt und sich in verlassene Minen vermehrt. Es greift mit Stacheln auf seinem Rücken an und kann durch auch Magie wirken. Nutze elementaren Schwächen, um es schockanfällig zu machen. So, und wenn man blockt, ist es auch vorübergehend schockanfällig. Er ist, also die Viecher sind empfindlich gegen Eis. Also okay, ich glaube, es spielt überhaupt keine Rolle. Also, ja, egal mit was wir auf die drauf bumsen, die sind platt. Also wir sind, finde ich, wieder komplett overpowered.
Das macht das Ganze hier so ein bisschen absurd. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, die Kämpfe machen schon Spaß. Aber so ein bisschen ist es schon so ein lästiges Arretieren. So. Können wir gerade noch mal ein bisschen gucken. Bocosa de Sol. Schon witzig, oder? Wir jagen hier eigentlich den Vernichter der Welten, ja? Irgendwie. Und noch ein Pilz. So. Pilzartige Lebensform. Nutze elementaren Schwächen aus, um sich schockanfällig zu machen. Feuer. Okay, immun gegen Magie, wenn ich das richtig sehe. Und er hat ein Organ, das ihm erlaubt, Fressfeinde auszumachen. Heißt Fressfeinde jetzt eigentlich, dass man ihn fressen will oder dass es Fressfeinde? Fressfeinde. Feinde, die einen fressen wollen, oder? Kann schon sein, wenn es ein Pilz ist. So, wir sammeln das Zeugs gerade noch ein. Goldstaub, auch krass. Und dann gehen wir hier gerade hoch. Aber man verliert sich so im Klein-Klein. Also müssen wir überlegen. Wir jagen den Vernichter der Welten irgendwie so, keine Ahnung. Und dann sind wir erstmal am Strand und chillen da ein bisschen, trinken unsere Cocktails und machen hier Millionen Minispielchen. Das ist so absurd eigentlich, ne? Komisch. Und zu den im Originalspiel, das spiele ich ja parallel gerade auch so ein bisschen mit, da war das nämlich nicht so. Da jagt man den Sethiroth direkt und nicht diese Kutten. Wobei, wir hatten ja jetzt auch schon so eine Szene in den Sümpfen, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wo aus den verschiedenen Schwarzkutten hat er sich zu einer Person, praktisch zu seinem eigentlichen Alter Ego, wieder zusammen transformiert. Also es ist teils, weiß nicht, also es ist, auf der einen Seite ist es so, stoßen sie so mit der Nase drauf, also es ist dann so offensichtlich, was zu tun ist, ne? Und dann auf der anderen Seite verheddert man sich so im Klein-Klein, dass man gar nicht mehr weiß, worum es überhaupt geht. Naja, man muss ja eigentlich die ganzen Nebenstorys und alles nicht machen. Ist jetzt auch meine Frage an euch oder an dich. Ich glaube, es guckt auch nur eine einzige Person. Also meine Frage wieder an dich. Möchtest du nur der Hauptstory folgen und ich soll die Nebensachen so ein bisschen rausschneiden? Oder magst du alles sehen? Also ich habe wirklich, also ich werde jetzt hier definitiv schon ordentlich zusammenkürzen. Mit Sicherheit. Also so bestimmte Laufwege und so. Ich glaube, das wird sonst echt zu öde zum Gucken. Wäre auch schade, wenn man deswegen das ganze Spiel so ein bisschen aus den Augen verliert, weil es macht wirklich Bock. Es macht voll Spaß. Auch wenn diese, es ist halt oft immer dasselbe, ne? Noch ein Turm und noch ein Kampf und vor allem, das ist so sinnlos, ne? Ja, voll eigenartig. Im Originalspiel, wie gesagt, folgt man einfach nur Sethiroth und man hört dann, man unterhält sich mit drei Personen, die dann sagen, ja, da ist so ein Typ langgelaufen mit Kutte und dann rennen wir da diese zwei Schritte, haben fünf Kämpfe und dann war's das, ne? Es gibt zwar auch Minigames, ne, natürlich, die sind natürlich nicht völlig aus der Luft gegriffen. Schauen wir hier gerade nochmal nach. So. Okay. Ich töne hier immer so. Oh, ist alles so easy peasy. Eine Ropeway. Okay. Cool. In Stellar Blade sind wir auch gerade so weit. Und fahren mit. Ach, guck mal, hier ist eine Kiste. Ja. Naja, also es wäre schade, wenn man das ganze Spiel, also abbrechen möchte auf gar keinen Fall. Dafür macht das viel zu viel Bock. Ist nur die Frage, ob ich hier nicht ordentlich zusammenkürze, dass es für euch auch ein bisschen interessanter ist. Weil ob ich jetzt hier 10 Stunden durch irgendwelche Wüsten renne und hier alles Mögliche einsammle, was eh nicht mehr ins Inventar passt, oder ob ich ob ich das einfach rausschneide und man folgt einfach nur strikt der Story. Ist so die Frage.
Naja, wir suchen jedenfalls die Schwarzkutten und sind auf dem Weg zum alten Makoreaktor. Und versuchen jetzt natürlich, Yuffie, Barret und Tifa wiederzufinden, die ein bisschen vorgerannt sind. So, interessant finde ich übrigens... Ah, da hinten wuselt es schon wieder. Interessant finde ich übrigens auch die Story mit dem Zack, diesem Schwarzhaarigen, ne? Weil irgendwie decken sich unsere Erinnerungen nicht mit den Erinnerungen der anderen. Und da gibt es jetzt auch verschiedene Ansätze. Was ich mir so überlege, ist das jetzt... Das ist natürlich größtenteils der Story vom Remake geschuldet. Ich denke mal, ihr erinnert euch dunkel. Und komisch fand ich auch den Einstieg hier in die Story überhaupt. Aerith ist gestorben und jetzt plötzlich, weiß ich nicht, rennen wir jetzt wirklich ihrem Schicksal entgegen oder sind wir in einer Parallelwelt? Ist dieser Zack unser alter Ego oder waren wir wirklich zwei und waren zusammen als Team unterwegs? Und wir erinnern uns aber aus welchen Gründen auch immer nicht an ihn. Na dann. Sind wir überhaupt, existieren wir überhaupt? Sind wir eine Kunstfigur? Weil auch dieser Sethiroth ist ja, hat zumindest schon so komische Andeutungen gemacht. Sowas wie, Cloud, du bist endlich erwacht und, oder hat irgendwer anders zu uns gesagt, ne? Und dann, du verstehst eh nicht alles. Also ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nichts von der Story, gefühlt. Und dann auch mit Junon, die komisch weirde Story. Es gibt ja verschiedene Parteien, die miteinander kämpfen. Da gibt es noch diese Spezialeinheit der Tux oder Torx. Weiß nicht, glaub. Und dann Shinra, was irgendwie eigene Ziele verfolgt. Aber ich finde irgendwie so der neue Boss, sprich der Sohn vom ehemaligen Direktor, der ist ja gestorben. Und der Sohn, der verfolgt jetzt wieder andere Ziele. Und irgendwie finde ich, geht so die Story, was das angeht, so ein bisschen, kommt mir zumindest so vor, mit der Originalstory so nicht mehr ganz klar. Ne? Huh. Also... Enden die Spiele gleich oder geht es auf in eine andere Richtung plötzlich? Los, übernimm du. Komm schon! Auf alle Fälle geht es gleich. Genug. Geht es wieder ein bisschen mehr ab, was die Story angeht. Und wir entdecken wieder ein bisschen mehr. Weil wir jetzt hier so die Mini-Sachen um Hossa de Sol ein bisschen abgeschlossen haben. Fand ich auch nett, Costa de Sol. Aber es lenkt wirklich ab vom eigentlichen Spiel. Sehr verwirrend, finde ich. So, jetzt sind wir hier. Jetzt können wir nochmal einen schönen Blick. Das haben die natürlich auch nett gemacht, ne? Ah, wir haben eine Materia gefunden. Auf der einen Seite, am Anfang gab es irgendwie gar keine Materia und jetzt haben wir so viel Materia. Kapiere ich auch nicht, was will man mit so viel Materia? Aber wenn man hier jetzt mal schaut, nochmal ein schöner Blick auf Costa del Sol und die Sachen, das haben wir alles schon erforscht und entdeckt. Schon cool, kann man sich das echt nochmal in Ruhe angucken. Nett. So. Wir sammeln ein paar Edelsteine ein, die hier einfach so rumliegen. Wir als Steinexperten kennen uns auch aus. Schon witzig, wir sind mit unserer Freundin unterwegs und haben einen Hund dabei. Auch eigenartig. Ist das so... Ich meine, als bevor unsere Mutter gestorben ist, in Nibelheim, hatten wir ja so ein komisches Gespräch mit ihr, wo sie meint, es wird Zeit, dass wir eine Freundin haben. Huch. Wie geil. Okay. Aber so ein bisschen hat Barret schon Narren an ihr gefressen, ne? Vielleicht erinnert er sie an seine Tochter. Ich versuche mich jetzt mal nicht mal wieder auf diese Diskussion einzulassen, wie gut ist ein Vater, der nicht anwesend ist. Lass mal das mal, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Aber gut. Da bin ich vielleicht dann doch so eine mütterliche Ader in mir. Ah, mein, wie süß. Vor allem,
wie die Gesichtsausdrücke sich so ändern von den Skizzen. Voll cool. Oh, das ist schon irgendwie so voll Liebe gemacht, ne? Vielleicht haben sie sich deswegen so in Einzelheiten verzettelt. Es kann aber auch sein, dass das so ein bisschen so ein Unterschied zwischen so asiatischem Denken und europäischem Denken. So der westliche Markt, auch mit den ganzen Mysterien und Mythen und wie auch immer, ist halt schon nochmal eine andere Hausnummer. Ich meine, mit Nibelheim und wie die Viecher nicht alle heißen, die Weltenschlange und so, haben sie natürlich sich an der nordischen Mythologie orientiert. Midgar und hin und her. Aber da kommt dann so dieses ganze Edgy-Kram mit rein. Das ganze asiatische Dingens. Tja. So, jetzt gehen wir hier hoch. Hier geht's nicht weiter. Und hier haben wir nochmal Pilze. Das sollte reichen. Das ist vorbei. Das hat geklappt. Und diese Viecher mutieren halt, weil wir hier in der Nähe von so einem Makroreaktor sind, ne? Der praktisch dem Planeten die Energie zapft. So, jetzt sind wir hier. Attacke. Ist auch jetzt so die Sache. Ist es wirklich notwendig, dass man so ewig jetzt hier durchs Gebirge rennt? Weil es ist storytechnisch nicht notwendig. In anderen Spielen wird es anders gemacht. Vielleicht ist es auch gar nicht mehr zeitgemäß. Keine Ahnung. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Na, also es lenkt wirklich von der Story extremst ab, wenn man hier so... Vielleicht sehe ich das auch ein bisschen falsch und ihr seht das ganz anders. Ist natürlich möglich. Könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr dazu denkt, wenn ihr da überhaupt darüber nachdenkt. Oder ich bin vielleicht auch die Einzige, die da irgendwie nur ansatzweise über sowas nachdenkt. Und euch ist das wirklich pupsegal. Kann schon sein. Euch, mein Herr, ist ja wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich männlicher Zuschauer, den ich hier habe. So. Krass, was es hier nicht alles so gibt, was hier nicht alles so Rohstoffe, so, ne? Als ob hier einer rumgerannt ist und hat das Zeug geschmissen. Normalerweise findet man sowas ja eher in Minen und dafür muss man auch graben. Dann übernimm. Bin ich jetzt drin? Na? Das nächste dann. Warum? Also, das ist auch so ein Ding, was ich ein bisschen schade finde. Man findet Unmengen an Rohstoffen, ja? Wirklich Unmengen. Die man braucht, findet man nicht, aber Unmengen. Dann kann man die noch ineinander transformieren. Ne? Alles gut und schön, aber wozu? Wozu braucht man Rohstoffe? Ganz ehrlich, die Waffen, die man findet oder auch kaufen kann, reichen völlig aus. Also klar, man will immer noch ein bisschen besser werden und noch mehr und sich so maximal skillen. Aber eigentlich ist das überhaupt nicht notwendig. So, wir müssen hier wieder hoch. Schauen wir nochmal nach. Kurz heilen. So. Auch noch. Okay. Dann. Aeris, wie sieht's aus? Viel besser. Ich fühle mich so seltsam leicht. Als würde mich jemand von hinten schieben. Okay. Du bist eins mit dem Berg geworden. Ist sie das? Was? Wirklich? Hallo! Wir sind jetzt eins! Erzähl ihr doch nicht solch einen Blödsinn. Ich übernehme die volle Verantwortung. Zur Not kann ich sie den Rest des Weges tragen. Echo! Okay. Ich glaube, Männer stehen auf sowas, oder? Das ist so... Andererseits, das ist doch nicht weiblich, oder? Das ist doch eher kindlich. Ich glaube... Oh, weiß nicht. Hat nicht so den Flair einer erwachsenen Frau. Wobei, wie alt ist Aerith? Die ist noch gar nicht so alt, ne? Ist auch so ein Teenie-Alter. Wie alt sind die eigentlich alle? Spontan wird... Also 20 sind die wahrscheinlich auch noch nicht.
also teilweise nimmt dieses Spiel, glaube ich, jedes Fettnäpfchen mit, was man so in einer... was man so... die man so heutzutage auslegen kann. So. Da ist noch so eine Ecke. Kommen wir da lang? Ah, okay. Sieht so aus. Können wir noch ein bisschen einsammeln und können... Okay, hier können wir wieder runter. Okay. Aha. Wasserfall. Schön. Jetzt, ich zähle auf dich. Nochmal ein paar Igelschweine oder wie die Dinger heißen. Igelfloh. Attacke! Nieder! Entfalt! Zeig's uns! Ich nehme. Ein bisschen schade. Klar, man kann, man soll ja so diese Analyse-Sachen so ein bisschen sammeln. Aber ich hätte es cool gefunden, wenn man die wie so im Pokémon-Style, wenn man die noch einsammeln hätte können. Und dann freut man sich, wenn man neuen Gegner eingesammelt hat und so. Fände ich cool. Und wenn man die dann noch mit setzen kann, dass sie mit angreifen und so. Fände ich echt cool, aber ist leider nicht so. Pausen sind wichtig. Asche zu Asche. Es ist vollbracht. So, haben wir die jetzt? Da, wozu? Klar, es gibt, für die Platin-Trophäe muss man dann alles einmal hergestellt haben und dafür gibt es ja dann auch diese extra Punkte. Das sollte reichen. Aber das ist alles so Selbstverwaltung. Ne? Also so. Da ist der Weg. Ah, ich weiß auch nicht, schwierig. So, Nadelkuss. Wie schaffst du das? Also hübsch sieht's aus. Sieht wirklich hübsch aus. Schluss jetzt. Das war's. Zieh dich zurück. Okay. Nur die Starken überleben. Na dann. Wenn du das sagst. Früher wusste man sich auf dem Berg noch zu benehmen. Ein Bergsteiger? Ist doch wohl nicht so viel verlangt, mal zu grüßen. Wo ist der denn? Hä? Wo ist hier jemand? Hallo? Ah, da ist er. Früher wusste man sich auf dem Berg noch... Oh, zur Abwechslung mal Leute, die wissen, was ich gehört. Heute sind nämlich ungewöhnlich viele Bergsteiger unterwegs. Aber keiner von denen bekommt den Mund auf und grüßt vernünftig. Viele von denen waren schwarz gekleidet und sahen mir recht kränklich aus. Aber auf Nachfrage bekam ich nur Schweigen als Antwort. Unerhört, was man sich heutzutage auf dem Berg bieten lassen muss. Was ist er denn? Ist das ein Jäger? Wieso hat er bitte schöne Waffe dabei? Aber andererseits... Wir sehen ja, es ist gefährlich geworden, ne? Warum steigt der hier rum? Sammelt der Materia? Was macht der? Ist der Goldgräber? Schwierig. Okay. Dann sollten wir jetzt... Okay, dann sammeln wir hier noch das ganze Zeugs ein. Finde ich auch witzig, wenn unsere Taschen voll sind. Wir können nichts mehr einsammeln hier, ne? Alles voll und so. Wenn wir dann noch ganz viel anderes... Der fleischfressende Hexapode krabbelt durch Bergregionen. Kaum Beutetier kann seinen Fangbeinen entkommen, während unabhängig an seinem Opfer nagt. Physische Attacken von hinten erweisen ihn als nutzlos. Füge eine bestimmte Menge Schaden zu, während er drangsalieren, als einen Schock anfällig zu machen. Also wirksam ist Eis. Sonst hat er leichte Resistenzen. Okay. Ups. Eis. Na,
Vielleicht haben wir jetzt doch mal ein bisschen anspruchsvollen Gegner gefunden. Okay, ich glaube, ich hätte vorhin meinen Mund nicht so voll nehmen sollen. Oh Mann. Ah. Mist, wir haben noch Feuer. Scheiße. Übernende könnten Heilung vertragen. Muss das beenden. Okay. Blitztoll. Eisig, okay. Brauch mal kurz eine Pause. Bin ich jetzt drin? Okay. So, Cloud ist geheilt. Wer ist euer Lieblingscharakter im Kämpfen? Cloud wahrscheinlich. Also ich mag Cloud und Aerith. Und meine Lieblingscombo ist wirklich Cloud, Aerith und Tifa. Den anderen tue ich mich schwer. Yuffie bin ich noch nicht richtig warm geworden. Yuffie ist ja auch eine Assassine, so ein bisschen wie Tifa. Oder? Ich glaube schon. So würde ich sie jetzt einschätzen, spontan. So, eisige Kettung. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Ist dir nicht gut? Na? Was geht los? Also das ist jetzt wirklich mal blöd, wenn man falsch geskillt ist. Arbeiten wir zusammen. Okay, aber jetzt haben wir den. Das war jetzt mal ein bisschen eine Herausforderung. Aber das wäre genauso, als würde man nackt kämpfen. Kann man auch machen, wenn es einem zu einfach ist. Okay. Muss das wirklich sein? Los, so eine Schande. Überlass das mir. So wird das nichts. Wir sollten Cloud heilen. Okay. Ich denke mal. Die dürfte jetzt kein Problem sein. Alles gut. Das hat geklappt. Vielleicht gibt es hier wieder eine... Hier können wir kurz nochmal Sachen einsammeln, die eh nicht mehr reinpassen. Und hier geht's nicht rein. Hier ist zwar eine Bank. Wir wollen sich nicht hinsetzen. Kann man nochmal schauen. Interessante Gegend, ne? Viele reißende Fugen. Ob der Yuffie und die anderen entdeckt hat? Beeilung. Okay. Shinra ist mal wieder, ne? Frontalangriff. Das sollte reichen. Muss das beenden. Bis hier und nicht weiter. Und? Wir haben keine Zeit. Eigentlich mal so eine Ausruhbank. So, hier können wir hoch. Und jetzt ist... Tifa hat aufgeschlossen. So. Okay. Also unser Leben wird immer interessanter. Je nachdem, was jetzt passiert, sind wir jetzt instant down. Mal gucken. So, nee, da. Spiel ist durchschaubar. So, dann füllen wir uns mal auf. Trinken. So. Sieht schon mal wieder ganz anders aus. Dann kaufen wir ein paar Sachen. Schick. Und
Na? Komm schon. Magisches Pulver. Ah, das dürfte eigentlich alles voll sein. Stand nicht vorhin dran, dass das voll ist? Komisch. Naja, egal. Ich hab mich vielleicht verlesen. Okay. Shinra. Kommt, raus mit euch. Hä? Arbeiten die jetzt doch mit Sephiroth zusammen? Dass sie die noch überall einsammeln und hier wieder rauslassen? Die Turks! Hallo? Schön, euch zu sehen. Seid ihr uns etwa gefolgt? Was? So ein Blödsinn. Die Schwarzkutten hatten sich in Junon verlaufen. Ist aber nett, dass sie sie herbringen. Wir haben sie eingesammelt. Aber dann sind sie durchgedreht. Also setzen wir sie hier ab. Hab absolut keine Ahnung, was auf einmal in die gefahren ist. Egal. Werd nicht dafür bezahlt, darüber nachzudenken. Also, verschwindet ihr? Du meinst Root und mich? Klar? Wären gerne noch länger geblieben. Aber wir haben viel zu tun. Deshalb müsst ihr euch heute mit dem da begnügen. Okay. War schön, euch gekannt zu haben. Passt auf. Puh. So. Dann übernimm. Ich leg los. Also. Flieg. Es geht los. Na. Wechseln. Dann. Überlass doch mir. Bin ich sehr gespannt. Zeig's uns. Ich mach das. So. Gucken wir uns das mal an. Modifizierter Heli-Schütze, ein fliegendes ultraschnelles Abwehrsystem mit Eigenantrieb aus der Abteilung für Waffenentwicklung. Es wurde modifiziert und mit einem Flammenwerfer ausgestattet, der das Schlachtfeld in tönliches Flammenmeer verwandelt. Nutze die elementaren Schwächen deines Gegners aus. Blitz und... ich check's immer noch nicht. Ist das Sturm? Füge bestimmte Schadenmengen hinzu. Besonders hoch und abkühlen, wenn er sich abkühlen muss, um eine Überhitzung zu vermeiden. Okay. Ja, dann. Probieren wir das jetzt mal. Los! Ja. Was denn? Kannst du übernehmen? Okay, also wir kriegen schon mal ordentlich auf den Sack. So, und vor allem sollten wir jetzt ein bisschen ATB aufbauen. Ja. So. Dann übernimm. Triffst du von da? Ich mach das. Das ist die Chance. Wasserkühlung. Okay. Nichts überstürzt. Ich leg los. Stromschlag. So, schockanfällig. Das hat geklappt. Dann. Okay. Los! Oh, warte! Ab mit dir! So, gleich haben wir ihn. Du schaffst das schon! Ich übernehme das. N2! Planet, du bist dran. Jetzt erst recht. Okay. Das war's! So, wir gehen jetzt wieder in den Magiekreis. Bring's zu Ende. Verdoppeln dadurch unseren Schaden. Sturmschlag. Einen noch erwärmlich. Hab dich. Nächstes Mal. Mist. Ich zerfleisch dich. Attacke. Okay. Übernimm du. Ich übernehme. Komm nicht dagegen an. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Na?
So, dann wird es wohl Zeit, dass wir... Wechsel! Mein Auftritt. Los geht's! Schon genug? Okay. Du bist dran. Schon witzig, ne? Wenn man hier groß rumtönt. Triffst du von dort besser? Weil das ja alles so einfach ist. Und dann kommt das. Hallo? Ich nehme alles zurück. Fuck. Du bist im Visier. Okay. Okay. Wir sind ein gutes Team. Übernimm dich. Lass mich mal. Okay. Also, Ramu. Zeit zu kämpfen. So. Ich zähle auf dich. Wäre natürlich cooler im Schock gewesen, aber... Schien klar gehen. Müssen wir mal gucken, ob wir den jetzt noch in Schock kriegen. Oder ob wir gleich umskillen. Mal gucken. So, wir heilen ein bisschen auf. Ich übernehme. Ja! Beenden wir es! Und tschüss! Ja! Oh, Mist. Dann übernimm. Komm schon! Hochspann auf das Extra! Mist. Oh nein. Das sieht nicht gut aus. Okay. Ich schwöre mir leid. Jetzt geht es um alles. Hab ich. Töre ich nach einer Niederlage. Wir machen mal viel. Bum, bum. Ramu ist auch gleich weg. Tierischen Instinkt und Lapptempo der Gegner, wodurch der TP und MP zurückhält. Okay. Zieh dich zurück. Oh Mann. Jetzt. Jetzt bist du dran. Oh, los, Ramu. Machst das letzte. Das hat doch perfekt gepasst. Ey, das wäre so cool. Ja, jetzt noch. So habe ich mir das vorgestellt. Gucken, ob es reicht. Bin dir was schuldig? So habe ich mir das vorgestellt. Sehr gut. Okay. Das war's dann. So. Hau rein! Und. Oh. Krass. Das war's! So, was für eine Aufregung, ja? Also, dann macht's gut. Ciao.